in der Nationalmannschaft und im Rahmen der Europa-Liga gegen die CSSR spielen wird. Theo Weber hat den deutschen Meister heute beim Bundesligaspiel Saarbrücken gegen Altena beobachtet. Mit Georg Böhm steht ein disziplinierter und trainingsfleißiger Spieler an der Spitze der deutschen Rangliste, dem man ohne weiteres zutraut, international mithalten zu können und dem auch die Umstellung auf den 2-Farbenschläger nicht schwerfallen dürfte. Der internationale Verband hat beschlossen, dass mit Beginn des nächsten Jahres beide Schlägerseiten eindeutig verschieden sein müssen, um dem sogenannten Materialkrieg entgegenzuwirken. In der Bundesliga wird seit diesem September mit Schlägerseiten unterschiedlicher Farbe gespielt. Erster Satz im Spiel gegen Wilfried Klieg aus Altena, dem wohl erfahrensten Bundesligaspieler. Wilfried Klieg geht zunächst gegen Böhm bei eigenem Aufschlag mit 4:0 in Führung. Die Zeitlücke verdeutlicht die enorme Lauftätigkeit und Lauffreudigkeit von Georg Böhm. Erreicht den Ball auf der Vorhand gerade noch und schon wieder auf der Rückhand vorne an der Platte. Lieg treibt seinen Gegner. Und passiert ihn. Eine zweite Studie von Böhm, bei der das schnelle Wechselspiel von Rückhand und Vorhand deutlich wird. Nun aber zum Spielgeschehen. Wilfried Klieg, der lange Zeit in diesem ersten Satz mit 5 Punkten Vorsprung geführt hatte, muss den Gleichstand und damit auch die 17:16 Führung von Georg Böhm hinnehmen. Wilfried Klieg im oberen Bild, der 16-fache deutsche Meister. 17:17. Ausgleich 17:17. 17:18. Klieg geht mit 18:17 in Führung. Aufschlag Georg Böhm. Kaum ein deutscher Spieler trainiert so intensiv, so fleißig, so umfangreich wie Böhm. 17:19. 2 Punkte Vorsprung für Klieg. Und nun gar 3 Setzbälle. Wilfried Klieg will es noch einmal wissen. Er ist eigentlich in der Form seines Lebens. 18:20. Trotz seiner 38 Jahre sehr laufstark, sehr schnell. Aufschlag Georg Böhm. 18:20. Und nur noch einen Satzball für Klieg. 19:20. Netzaufschlag. Wiederholung, Netzball. Und Ausgleich. Böhm ist ein Mann, der kämpfen kann, der nicht aufgibt, der in dieser Situation zu den besten deutschen Spielern gehört. Und er greift in dieser Situation an, das spricht für ihn und Vorteil für ihn 21:20. Bei eigenem Aufschlag. 21:20. Und er gewinnt diesen ersten Satz mit 22:20. Böhm hat sich für 3 Jahre bei Saarbrücken verpflichtet,
greift in der Regel recht mutig an, wie in dieser Schlussphase. Gegen das Blockspiel von Wilfried Lieg hatte er jedoch im ersten Teil dieses Satzes so manche Schwierigkeit. Wilfried Lieg dagegen sehr stark verbessert. Er ist immer noch sehr laufstark. Und nun zum zweiten Satz, 11-13. Lieg führt wieder. Er hatte schon 7 Punkte Vorsprung. 14-11, Lieg. Und 14-11, Lieg schlägt auf. Er hat in seiner Laufbahn als Tischtennisspieler 133 Länderspiele für den Deutschen Tischtennisbund absolviert. 15-11. Und wiederum 4 Punkte Vorsprung für Lieg. Er ist die Beständigkeit in Person. In 17 Jahren Bundesligaspiele hat er nicht ein einziges für seine Mannschaft verpasst. 15-12 noch für Lieg, 3 Punkte also Vorsprung vor Georg Böhm. Und wir wissen, er kann in einer Schlussphase des Satzes das Spiel möglicherweise noch an sich reißen. Jetzt auf Lach. Wiederholung. 16-12. 4 Punkte für Lieg, der in dieser Saison noch gegen keinen deutschen Bundesligaspieler verloren hat. 16-13. Jetzt auf Lach. Und wiederum Wiederholung. 16-14, 14-16, also bei Aufschlag von Georg Böhm. Der 1980 nach der Europameisterschaft in Bern sich von der rumänischen Mannschaft absetzte und im Westen blieb. Er ist 37. der Weltrangliste, 18. der Europarangliste. 14-17. Und es bleibt beim 4 Punkte Vorsprung für Lieg. Böhm war zweimal rumänischer Meister und ist derzeit deutscher Meister im Einzel. 15-18. Nur noch 2 Punkte. Man merkt Georg Böhm an, wie er sich konzentriert. Er will es schaffen und Wilfried Lieg muss es schaffen, will seine Mannschaft in der Meisterschaft noch ein kleines Wörtchen mitreden. Man ist nervös, man sucht jede Gelegenheit, das Spiel für kurze Zeit zu unterbrechen. 18-17. Und Böhm ist wieder heran. Nur noch ein Punkt für Wilfried Lieg. Knapp daneben, 19-17. Wiederum nur noch ein Punkt Vorsprung. 19-18. Das sind Bälle, die Wilfried Lieg gelegentlich dann auch.